Bevor das Video richtig startet, ein kurzer Hinweis. Ich habe das jetzt gerade erst gemerkt. Ich mache hier gerade den Videoschnitt, also ich schneide das immer vor. Und ich mache dann immer Ordner passend quasi zu den Videos. Und dann habe ich hier gesehen, es gibt diesen Ordner schon. Dann dachte ich mir so, nein, hatte ich das System schon mal? Aber nein, es ist wieder ein anderes. Es hat auch den 14.600 KF und auch eine 4070 Super, aber da wurden einige Sachen geändert, unter anderem SSD, RAM, Gehäuse und so weiter. Und auch der Preispunkt ist ein anderer. Deswegen, also denkt jetzt nicht, ey, das hatten wir doch schon mal, sondern das ist, denke ich mal, der gleiche Link, aber wieder ein anderes System. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich habe gerade schon Schiss gekriegt. Ich dachte, jetzt habe ich das umsonst hier alles reingelabert, aber nein, es ist doch ein anderer PC. Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder CLS-Computer seit 1993 mit dem Gaming-PC Intel Core i5 14600KF RTX 4070S für 1681 Euro, runtergesetzt von 1803 Euro. Das System wurde uns vorgeschlagen von Stefan19913 bei uns im Videovorschläge-Kanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Hier nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben bei uns auf dem Discord-Server, den Link findet ihr in der Videobeschreibung, ein Config-System. Also ihr könntet quasi ein Ticket ziehen, das ist völlig kostenfrei. Da werden euch Fragen gestellt, zum Beispiel, ob ihr RGB haben wollt, was habt ihr für ein Budget, welche Spiele wollt ihr spielen, was habt ihr für einen Monitor und so weiter. Und da könnt ihr dann sozusagen von uns eine Geizhaltliste bekommen, wenn ihr selber bauen wollt. Oder wir können euch einfach irgendwo ein Angebot anfragen. Da habt ihr halt völlig freie Auswahl. Da könnt ihr sagen, ich möchte, dass nur die Wasserkühlung leuchtet und das Gehäuse will ich speziell haben und pipapo. Und wir erstellen euch dann kostenfrei eine Liste. Kommen wir aber erstmal zu dem System hier. Das Produktbild dazu, ja, das passt einigermaßen. Das Gehäuse ist in Ordnung, man sieht jetzt nicht sonderlich viel. Man sieht da oben noch so eine Wasserkühlung rumschwirren, die ist aber auch verbaut, also von daher ist das alles kein Problem. Was die technischen Daten angeht, haben wir als Gehäuse das Gamdias Athena M6 Light Schwarz Glasfenster. Das bringt schon 320 mm Lüfter in der Front mit, die RGB beleuchtet sind und 120er im Heck. Oben habt ihr dann noch die Wasserkühlung drin, das Ding hat eine Meshfront, es hat eine Glasscheibe. So 0815 Case halt. Ist halt ganz nett für den Preis, da schon die ganzen Lüfter mit drin sind. Ich meine, das Ding kostet 65 Euro. Ob ich jetzt aber einen PC, der knapp 1700 Euro kosten soll, in so ein Gehäuse reinstecken würde, ich weiß es nicht. Funktionieren tut das natürlich, klar. Wenn es euch optisch gefällt, warum nicht? Ich würde ein anderes Case nehmen. Aber ist Geschmackssache, ist okay. Und das kostet 65 Euro bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein Intel Core i5 14600KF. Der hat 14 Kerne, 20 Threads, 125 Watt TDP, kann sich im Turbo allerdings auch 181 Watt reinschrauben. Wenn ihr den komplett ungedrosselt laufen lässt, locker so 230, 240 Watt, das pfeift er sich durchaus rein. Und da unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS oder DDR5 5600 MTS, auch hier wieder der Fall, unter DDR5 6000er, 6400, 6800, ganz easy, sofern ihr nur zwei Riegel benutzt. Natürlich stehen jetzt schon die neuen Intel-Prozessoren in den Startlöchern, das bedeutet, das ist sowieso die letzte Generation, die auf diesem Sockel erscheint. Das bedeutet für euch wiederum, wenn ihr jetzt mal irgendwann aufrüsten wollt in der Zukunft, in 2, 3 Jahren, müsstet ihr euch sowieso wieder ein neues Mainboard kaufen. Tut der ganzen Sache aber keinen Abbruch. Ist ja ein guter Prozessor. Könnt damit streamen, könnt damit rendern, könnt damit zocken, das passt schon. Wenn es ein reiner Gaming-PC sein sollte, nehmt AMD. Ansonsten, wenn ihr wirklich noch Videoschnitt und so machen wollt, ja, warum nicht? Ist natürlich ein bisschen schade, dass sie hier den KF genommen haben, weil der hat keine integrierte Grafikeinheit. Das bedeutet für euch, wenn die Grafikkarte mal irgendwann nicht mehr so will, wie sie soll, könnt ihr auch kein Bild mehr über das Mainboard ziehen. Beziehungsweise über die Anschlüsse des Mainboards. Aber auch nur für sich in der Preisklasse ist in Ordnung. Und der kostet 222,03 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein MSI MagCore Liquid M240 Schwarz 240 mm, wie der Name ja schon sagt. Die hat eine Herstellergarantie von 3 Jahren, bisschen RGB-Beleuchtung auf dem Pumpenkopf und auf den Lüftern. Es ist halt eine stinknormale 240er Wasserkühlung. Ich hätte jetzt bei dem Prozessor, gerade wenn man ihn ungebändigt laufen lässt, eine 360er Wasserkühlung genommen, aber die passt dann wieder nicht ins Case, außer in die Front, da muss man wieder alles ummodeln, ist dann doof. Er wird nicht überhitzen beim Gaming und ich denke, wenn ihr ihn in seinen Grenzen betreibt, vor allen Dingen das im BIOS auch einstellt, dass er sich maximal diese 181 Watt ziehen darf, dass das auch unter Dauerlast dann beim Videorendern oder was funktioniert. Ob ich persönlich noch eine MSI-Wasserkühlung kaufen würde, steht auf einem anderen Blatt. Ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht, wie viele in der Community. Gerade die älteren Generationen von diesen Wasserkühlungen waren sehr, sehr anfällig, sind nach 2, 2,5 Jahren ungefähr ausgestiegen. Ich vertraue der Nummer nicht mehr so ganz. Oh, das müsst ihr selber wissen. Ich greife dann lieber auf irgendwelche Alternativen zurück. So eine Art Liquid Freezer oder was, da weiß ich, was ich habe und dann ist gut. Und die kostet 76,70 Euro bei XCOM. Das Mainboard ist ein MSI B760 Gaming plus Wi-Fi. Allein vom Chipsatz her sollte man jetzt glauben, ja, 14600KF, man will den übertakten und so weiter.
Die wenigsten von euch machen das, habe ich so die Erfahrung gemacht. Deswegen reicht dieser Chipsatz eigentlich auch völlig aus. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten kann noch eine weitere SSD verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein. Den Slot könnt ihr sowieso nicht mehr benutzen, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt. Aber ihr habt noch 3 weitere Slots für eine Capture-Card, Audio-Karte, was auch immer ihr da reinpacken wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 4x USB 2.0, USB Typ C ist mit am Start, ein Netzwerkanschluss, 2x USB 3.1. Wie eben schon angesprochen, die Onboard-Grafikanschlüsse, DisplayPort und HDMI könnt ihr mit diesem Prozessor einfach nicht benutzen, das funktioniert nicht. Und ein PS2-Anschluss, ja, werdet ihr sehr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Ist jetzt kein High-End-Board oder so, funktioniert mit dem Prozessor aber und ja, ist okay. Wenn euch 6 USB-Anschlüsse reichen, beziehungsweise 7 mit USB-C mit dabei, mir wäre es zu wenig, aber ihr könntet ja theoretisch erweitern mit einer USB-Erweiterungskarte über die Slots auf dem Mainboard. Ich hätte mir in dieser Preiskategorie einfach etwas Besseres gewünscht. Ihr seht auch gleich an dem Endergebnis, es wäre noch ein bisschen Luft da gewesen, da hätte man durchaus noch ein besseres Board nehmen können. Gar nicht mal so wegen dem Chipsatz, sondern ein bisschen mehr USB und so. Aber muss jeder selber wissen. Und das kostet 144 Euro beim iFactory. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 RAM, 6000 MTS, Corsair Vengeance RGB 2x 16 GB. Also erstmal 32 GB, völlig okay in diesem Preisbereich. 6000 MTS, auch super, dass sie es gemacht haben, über der Spezifikation von Intel. CL36. Es ist kein CL40er, immerhin. Ich persönlich wünsche mir immer CL30 oder CL32. 36, ja, ist jetzt nicht das Beste, kann man aber machen. Ist so ein kleiner Kritikpunkt. Ihr kennt mich, ihr wisst meine Vorstellungen, aber naja, so ist es halt. Ansonsten habt ihr hier noch ein bisschen RGB-Beleuchtung, das könnt ihr dann noch mit IQ ansteuern. Ja, das passt schon. Und der kostet 119,98 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist ein Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12 GB Hersteller nach Verfügbarkeit. Dann nehmen wir wie immer die günstigste. Ist in dem Fall die GameWare GeForce RTX 4070 Super Ghost. Also erstmal ist es eine gute Grafikkarte für Full HD und auch WQHD Gaming. Ihr müsst bei 4K vor allen Dingen aufpassen, dass ihr die Texturen runterdreht, falls ihr 4K spielen wollt. Klar, E-Sports-Titel ist wurscht, das funktioniert immer, aber AAA-Titel wird dann schon knapp, gerade auch wegen den 12 GB Speicher. Ihr müsst einfach mit einer gewissen Erwartungshaltung da dran gehen. Also ich habe ja auch den FPS-Test in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch da so die Werte anguckt unter 4K, wenn ihr mit, sag ich mal, 60 Bildern pro Sekunde klarkommt, je nach Spiel, gut, dann macht das. Aber die meisten haben ja irgendwie einen 144-Hertz-Monitor oder so zu Hause, dann ist das wieder zu wenig und dann kommt es wieder so schlierig rüber. Ja, müsst ihr selber entscheiden, ob euch das reicht. Es gibt ja nicht umsonst noch eine 4070 Ti Super und eine 4080 Super, wie sie alle heißen. Ne? Das wollte ich nur damit sagen. Aber ich finde, in dem Preisbereich, ja, passt sie eigentlich auch noch relativ gut rein. Und die kostet 576,64 € bei Galaxus. Die SSD ist eine 1 TB Samsung 990 Evo. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 5000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 4200 MB die Sekunde mit TLC-Speicher von Samsung. Kurz und knapp, 1 TB ist zu wenig. Geschwindigkeit ist super. Ich hätte mir hier aber wirklich 2 TB vorgestellt und auch gewünscht. Qualitativ kann ich da gar nicht meckern und es liegt auch wieder bei euch, ob ihr mit 1 TB klarkommt. Ich persönlich würde damit nicht klarkommen. Und die kostet 69 Euro bei Amazon oder Mediamarkt. Das Netzteil ist ein 750 Watt MSI Mac A750 GL80 Plus Gold Vollmodular. Das hat 7 Jahre Herstellergarantie, ist 80 Plus Gold zertifiziert und wie der Name schon sagt, Vollmodular. Hat schon den neuen Stecker mit dabei für die neuen Grafikkarten, eben bei Nvidia, diesen 12 Volt High Power Anschluss. 750 Watt, ja, reicht für das System. Ich persönlich hätte mir auch da wieder 850 Watt gewünscht, damit ihr später mal ein bisschen aufrüsten könnt, was Grafikkarten und so angeht. Aber für das System passt es halt und qualitativ ist es auch okay. Und das kostet 93,50 Euro bei Amazon. Als Betriebssystem haben wir Windows 11 Professional 64-Bit mit dabei. Aktuellstes Betriebssystem, vorinstalliert, ist ganz nice to have. Einfach nur zu Hause hinstellen, läuft. Und das kostet 37,40 Euro bei IT Hardpulse oder MySoftware. Was hier noch dabei steht, professioneller Zusammenbau, Betriebssysteminstallation mit neuesten Updates und Treibern, BIOS-Aktualisierung und 24-Stunden Funktions- und Stresstest. Wenn sie es möglich machen, ist nett. Und dazu bekommen wir noch 3 Jahre Garantie anstatt 2 Jahre, was so die meisten haben, und lebenslanger Service inklusive Pickup und Return. Also die Pickup und Return Nummer bezieht sich auf die 3 Jahre, das bedeutet aber auch, die Post holt das bei euch zu Hause ab. Das ist schon mal ganz nett. Lebenslanger Service wird sehr wahrscheinlich so ein Support-Hotline-Gedöns sein, aber ist auch ganz nett zu haben. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.404,25 Euro. Und das System kostet 1.681 Euro, runtergesetzt von 1.803 Euro. Da seid ihr jetzt bei einem Aufpreis von bummelig 275 Euro. Das ist das, was ich meinte. Es wäre noch Luft da gewesen, dass man ein besseres Mainboard hätte nehmen können. Oder eine 2 TB SSD oder was auch immer. Es ist nicht
krass überteuert, aber es ist auch nicht günstig. Wenn wir jetzt von dem alten Preis ausgehen, was das Ding mal gekostet haben soll, das wäre definitiv zu teuer gewesen. Aber so, das ist so eine, ja, so eine Grenze. Sie überschreiten jetzt nicht die Grenze zur Abzocke, aber es ist jetzt auch kein Schnapper. Konfigurationstechnisch möchte ich eigentlich gar nicht großartig meckern. Ich finde das Case ein bisschen billig, also für den Preispunkt. Wasserkühlung könnte ein bisschen zu klein sein. Ich hätte eine 360er genommen. Da braucht ihr auch wieder ein anderes Case für oder ihr baut es halt in die Front. Das mit dem RAM mit den CL36, ja gut, ist jetzt kein grober Schnitzer, aber könnte man auch noch irgendwo ein bisschen monieren. Ansonsten ist das echt ein System, wo ich sagen muss, überrascht mich ein bisschen. Weil ich habe schon öfters hierüber Videos gemacht und die waren nie gut, diese PCs. Und die haben auch ganz, ganz komische Videos auf ihrem YouTube-Kanal. Ja, die haben einen YouTube-Kanal. Könnt ihr euch mal angucken, mit KI-Stimme drunter und so. Weiß ich nicht, fand ich immer so ein bisschen sass. Aber so standalone, sagen wir jetzt mal, das Ding hat jemand gekauft. Ich komme zu dem nach Hause, sehe das und frage, was hast du bezahlt? Da habe ich gesagt, ja, pff, oh ja, warum nicht? Und ich zeige euch auch immer Alternativen. Die Problematik aktuell ist, dass kaum einer auf Intel geht und dazu kommt noch, dass ich eigentlich kein System gefunden habe, was so konfiguriert ist, halt mit einer 4070 Super und halt dem Intel-Prozessor. Ich habe jetzt mal bei Krotus konfiguriert und ich gebe euch einen Tipp, egal bei welchem Anbieter, konfiguriert nicht frei, es wird immer schweineteuer. Ich habe jetzt hier das Shakun M30 RGB-Gehäuse mal genommen, auch den gleichen Prozessor, das gleiche Board, die gleiche Grafikkarte, bei dem RAM CL30er. Das macht jetzt den Braten nicht fett vom Preis her. Bei der SSD habe ich eine 1TB Fury Renegade genommen, weil die noch günstiger war als die Samsung, aber dennoch schneller, weil halt nicht Samsung draufsteht. Das Witzige ist hier unten, das fand ich ganz cool, das Netzteil, das ist das A850GL, das hat 850 Watt. Dann dachte ich mir so, ah geil, nimmst du das 750er, bist du ungefähr gleich auf, das ist teurer. Teurer als das 850er, die 850er habe ich einfach drin gelassen. Und selbst da seht ihr, da landet ihr schon frei konfiguriert bei 1816 Euro. Deswegen macht es keinen Sinn, euch da irgendwie jetzt eine Alternative, selbst wenn sie frei konfiguriert ist, zu bieten. Deswegen belasse ich es jetzt einfach mal dabei. So standalone, ja, ja, wenn ihr Bock drauf habt, warum nicht? Ein paar kleine Sachen kann man vielleicht sogar noch im Konfigurator ändern, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Das Case würde ich tauschen. Das ist ne, weiß ich nicht. Das ist mir zu klein auch. Ich mag das nicht. Aber ich verlinke euch das System natürlich in der Videobeschreibung. Genauso wie die Geistheitsliste. Ihr könnt tagesaktuell vergleichen. Vielleicht gibt es mal irgendwann einen Sprung bei den Grafikkarten. Da ist das dann wieder günstig. Ich kann es euch nicht sagen. Es wird alles teurer zur Weihnachtszeit sowieso. Ich gebe euch einen Tipp. Wollt ihr einen PC kaufen oder bauen, dann macht es jetzt in der nächsten Zeit, weil billiger wird es nicht. Auch nicht am Black Friday. Das ist alles nur Verarsche am Kunden. Und damit auch nochmal der Hinweis auf unser Ticketsystem. Wollt ihr selber bauen, kriegt ihr von uns eine Liste. Könnt ihr nicht selber bauen, können wir es auch irgendwo anfragen. Ist überhaupt kein Thema. Gut, das wär's dann wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.